Wir haben dann das weiße Scherzl oder auch Frikandorolle genannt. Hat eine ganz besondere Eigenheit. Faserung ist klar richtig, darum schneidet man auch so Medaillons runter. Gerade beim weißen Scherzl ist es aber extrem wichtig, mit Niedrigtemperatur zu fahren. Wenn ich das heißer mache, wie 160, 180 Grad, werden mir die Medaillons hart, strohig, zäh und trocken. Schneide ich aber das einfach sich in die Medaillons runter und mache das nur mit 140 Grad, wie zum Beispiel mit Butterschmalz, dann werden die wirklich zart, saftig, einfach optimal, sowohl am Spieß als auch als Medaillon.